Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam and Tutorial. Wir haben heute mal wieder eine neue Mod und natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und zwar, ihr seht es schon, Dodge und alle, die Dodge sich auskennen. Wir haben einen 1970er Dodge Coronet. Ganz schick, ich habe es mir auch noch nie probiert. Wir werden ihn gleich mal angucken. Kurz davor, zwei Sachen würde ich ansagen. Ich sehe, die Viewerzahlen sind ganz komisch momentan. Das heißt, YouTube schickt auf jeden Fall keine Benachrichtigung raus. Das heißt, klickt auf, wenn ihr abonniert habt, auf die kleine Glocke, dann kriegt ihr nämlich die Benachrichtigung meistens, aber auch nicht immer. Aber der beste Tipp, den ich geben kann, wenn ihr kein Video verpassen wollt, kommt jeden Tag 18 Uhr auf den Kanal. Da kommt nämlich BeamNG jeden Tag 18 Uhr und dann verpasst ihr auch kein Video. Werdet mich freuen, wenn ihr das macht, dann kriegen die Videos auch die Views und ihr könnt sie sehen und so weiter und so fort. Und übrigens, heute kommt auch das Video zum Ford Focus, also irgendwie so gegen 21 Uhr. Spätestens morgen ganz viel zum Ford Focus. Also würde mich freuen, da reingehen. So, jetzt aber zum Dodge Coronet. Hier sehen wir schon das Interior und das Exterior. Sieht ganz gut aus. Haben eine Hupe, Lichter, funktionieren alle. Das war halt komisch von der Kamera. Wir haben auch verschiedene Varianten. Die hier ist die 383, also 383 Cubic Inches, V8, Dreigang-Automatikgetriebe. Wir haben das Super B RT 6-Pack, also Road and Track, ist ja die Sportvariante, 500. Track und Drag. Und ja, wollen wir mal losfahren. Und zum Vergleich habe ich da übrigens mal ein Covert hingestellt. Weil wir alle wissen, dass amerikanische Fahrzeuge riesig sind aus der Zeit. Wollen wir nur mal gucken, wie riesig. Nehmen wir den neben den Covert stellen. So riesig. Covert ist zwar ein Kleinwagen, aber trotzdem. Ihr seht, der ist durchaus ein bisschen größer. So, geben wir auch nochmal Gas mit einem schönen Burnout. Nur auf der rechten Seite. So, zweiter Gang. Innenring gehen auch die Lichter. Funktioniert alles. Eine sehr gute Mod anscheinend. Es ist nur noch die Frage, wie sie crasht. Federung natürlich weich, wie sie damals war bei den Autos. So, ein Überschlag. Autsch. Gucken wir uns mal einen Schaden an. Definitiv unangenehm, vor allen Dingen auf der Fahrerseite. Die Dächer waren damals natürlich noch um einiges schwächer, als sie heutzutage sind. So, vor den ganzen Regulierungen, was Sicherheit und Emissionsregulierungen angeht. Das heißt, damals wolltet ihr nicht crashen in den Wagen. Also ihr wollt heutzutage nicht, immer noch nicht crashen, aber heutzutage ist es um einiges angenehmer. Ihr könnt gerne mal mit 50 gegen eine Wand knallen, das sollte nicht allzu viel mit euch passieren. Oder nämlich ein Rennwagen, knapp bei 240 gegen der Wand, das passiert gar nichts. Also, ne? Aber mit dem wollt ihr schon mit gar nichts irgendwo gegenknallen. So. Wobei die Frage ist, wenn ihr jetzt mit so einem Dodge Coronet oder so, Slalom funktioniert ganz gut. Oh, ist ja der Mann fährt zu nah ran. Autsch. Das war unangenehm. Die Frage ist, wenn wir jetzt zum Beispiel. Doch, probieren wir nochmal. Wir haben natürlich weniger Knautschzonen. Das ist, was ich meinte. Nochmal kurzer Refresher für alle, die es nicht wissen. Knautschzonen sind, dass Autos sich deformieren. Also Eindellen und so weiter und so fort. Das hat einen Sinn. Das ist nicht, weil die schwach sein sollen. Früher waren die Autos ziemlich... also es ist nicht, weil es nicht besser geht. Früher waren die Autos ziemlich starr. Aber dadurch übertragen sich die G-Kräfte direkt auf die Person, die drin sitzt. Und das ist nicht so schnell, nicht so schön. Deswegen deformieren sich Fahrzeuge, damit die Kräfte des Unfalls vom Fahrzeug abgefangen werden und nicht von einem selber. So, aber um zu testen, was passiert, wenn ein 2,5 Tonnen oder was auch immer das Ding wiegt, Fahrzeug ohne Crash Protection mit 100 km/h an die Seite von einem Fahrzeug oder einem kleinen Fahrzeug, mit, das eine Tonne wiegt oder so, mit Crash Protection passiert. Crashed. So, das war ein 100 km/h Einschlag. So, ihr seht, wir vorne, es sieht gar nicht mal so schlimm aus bei uns. Innen drin wäre das ja unangenehm gewesen. Aber der Covert ist natürlich durchaus geschrottet. Autsch. Was wir auch mal machen können, hier kommt. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, nehmen wir mal einen vergleichbaren Wagen. Was ist ein vergleichbar zum Coronet? Am ehesten von den BMG-Fahrzeugen wahrscheinlich dann der ETKK, oder? Ist auch ein Coupé. Wir wollen natürlich einen modernen Wagen haben. Das ist die Sache. ETKK wahrscheinlich ist der neueste. So, ja, lange Motorhaube, der spascht. So, und dann nehmen wir dich nochmal. Wo sind wir? Oh, wir sind ganz blöd. Egal. Knallen wir mal andersrum auf. Machen wir mal einen 100 km/h Aufknall. 50%, oh Gott, das wollte ich nicht machen. 50% Overlap.
Okay, normal. Das geht besser. Also sie crashen so halb auf ihn, frontal. So etwa 100. So. Warum hält sich nach Flammen an? Und was wir hier auch sehen, ist die Crash Protection, die arbeitet, die ihr hier seht. Dieser schöne... Denkst du, das müsste sein. Der die Kraft auf die ganze Front verteilt, deswegen ist nicht nur die Seite eingedellt. Während, wenn wir den Coronet angucken, der hat hauptsächlich den größten Schaden an der Seite, weil das hier doch relativ gleichmäßig ist. Aber ja, auf jeden Fall. Mehr Zerstörung beim GTK und so weiter. Jetzt geht es aber wirklich um den Coronet hier. Sollen wir den mal crashen und fahren und so weiter. Gleich nehmen wir mal eine andere Variante. So. Schön die Federung überlasten, so mag ich das. Jetzt fangen wir, das fangen wir, sag ich doch, wir fangen das. So, hier drüber. Schön alles durchschütteln, so mag ich das. Und wo wollen wir mal gegen crashen? Hier knallen wir mal gegen. Gegen das schöne große BMG-Zeichen. Und. Hat sich ganz alles komplett verzogen. Das sah ganz interessant aus. Autsch, und die Türen sind nach außen raus. Okay. Coronet, dann machen wir eine andere. Dann machen wir die RT. 45 Cubic Inches V8. 3-2 Barrel. Ah, okay. Carburetor und 4 Speed Transmission, also 4 Gang Automatik, denke ich mal. Und dann haben wir einen manuell. Ah, nee, wir haben eine Meileschaltung. So, schön natürlich RT Badges vorne, unsere wunderschönen Hoodscoops. Die sind aber nicht offen, oder? Doch, die sind offen. Gut, wunderbar. So. Oh, sieht schon ganz nett aus da vorne. So, einmal einen kleinen Drift initiieren. Overrev Risk, okay. Hallöchen, Edeka. Einmal berühren, einen kleinen Tap geben. Wir haben ein anderes Heck, oder? Ich glaube, das Licht sieht anders aus. So. Oh, ich sollte vielleicht automatisch einschalten, dass wir auch die Gänge wechseln und ich nicht manuell schalten muss. So, hier rum. Das wird unangenehm ausgehen. Autsch. Und durch den Schlag haben wir unseren Motor gemacht. Werfen wir mal einen Blick auf den. Der hat aber nur Texture, oder wie? Ne, der soll so aussehen. Gut, der ist orange. So. Hatte hier mal schön die Burnouts, wenn wir wollen. Selbst im zweiten Gang. Im dritten Gang kriegen wir sie nicht mehr wirklich hin. So. Oh, das wird unangenehm. Nee. Das war knapp. Das war sehr knapp. Wäre beinahe schief gegangen. Also wir haben hier die RT-Variante, die wollen wir nochmal gegen irgendwas gegen crashen. Ja, das hier. Nee, wir nehmen einer der schönen Würfel hier. Ein bisschen mehr wäre schon nett als den Overlap. Oh. Das sieht schon böse aus. Okay, jetzt will ich mal die... Nehmen wir noch die Track oder die Drag-Variante? Ne, die Track-Variante probieren wir bei Zeit noch aus. Nehmen wir mal die... Was, Super B ist auch interessant. Ah, es gibt noch so viele interessante Fahrzeuge. Nehmen wir die Drag-Variante. Wir werden mal gucken, was der kann. So, innen drin natürlich alles ausgebaut. Und dann auch... Hinten steht Super B, ne? Genau, ja. Super-B, das Super-B-Zeichen, das ist ja echte Varianten. Gibt's immer noch den Charger Super-B? Es gab mal einen Charger Super-B, fand ich allzu lange Zeit. Gibt's den noch? So, wir wollen uns mal hier reindriften. Was wir natürlich sehen, einerseits schön bei BMG simuliert, ist die Deformierung der Reifen, die ihr hier seht. So, aus dem Winkel sieht man schön, wie der Reifen so macht. Und hinten schön fette Slicks, vorne dünne Reifen und au! Das war weniger vorteilhaft. Gut. So. Wir wollen in Neutral gehen, ein bisschen hochreven. Und einen absoluten Burnout machen. Burnout. Immer noch Burnout. Jetzt nicht mehr. So. 200. 300. Wie schnell werden wir?
325, 326. Und jetzt kommt der wunderschöne Aufknall. Eieieiei, das war ein bisschen schnell mit der Kamera hier. Und 326 km/h. Da macht man nichts, da ist man tot. Autsch. Oh, guck dich an, wie das alles hier verbogen wurde. Okay, aber auf jeden Fall, das ist der Dodge Coronet. Dodge Coronet Mod. Die werden wir in nächster Zeit noch ein paar Mal ausprobieren und uns die restlichen Varianten angucken. Oh mein Gott, können wir riesen Donuts machen. Oh, wow. Geil. Auf jeden Fall. Ich denke, dann soll es das auch für heute gewesen sein. Wie gesagt, Link zu der Mod ist in der Beschreibung. Denkt dran, die Glocke zu klicken oder jeden Tag 18 Uhr einfach mal auf den Channel zu gucken, wenn die neue Biomedie vorkommt. Und ja, ich bin euch schon aus und sagt tschüss beim nächsten Mal. Hi, DCG. Ciao.